785 Jahre Stadt Pirna. Dieses kleine Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert. Ob das Jahr 2018 aber ein gutes für die Stadt wird, nun, das steht in den Sternen. Einen kleinen Einfluss aber darauf haben die Entscheidungsträger in der Stadt. Allen voran Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke. Herr Hanke, beginnen wir unser heutiges Gespräch vielleicht mit einer kleinen Bilanz, mit einer Bestandsaufnahme. Wie startet denn die Stadt in das Jahr 2018? Wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Der Stadtrat hat einen Zweijahreshaushalt verabschiedet. Das ist die Grundlage, dass die gesamten Maßnahmen fürs nächste Jahr bereits beschlossen sind. Nach wie vor haben wir eine sehr, sehr solide Haushaltslage hier in Pirna und ich glaube, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition für dieses Jubiläumsjahr. Ja, der Oberbürgermeister blickt optimistisch in das Jahr 2018. Doch wie denken die Pirnaer selbst über das, was in ihrer Stadt passiert? Wir haben uns auf den Straßen einmal umgehört und geschaut, ob die Pirnaer gern in ihrer Stadt leben oder ob vielleicht hier oder da der Schuh drückt. Als Eltern von kleinen Kindern, Spielplätze sind immer schön. Also wenn der Spielplatz oben am Gymnasium am Binational erhalten werden würde, das wäre schön. Und hier im Friedenspark, der Spielplatz, sind wir auch gespannt, wie das wird. Ja, und was baulich jetzt dieses Jahr hier so abgelaufen ist, das war ja eine Katastrophe. Da war ja nichts koordiniert. Alles gleichzeitig gesperrt. Keine Alternativen irgendwie groß. Also es waren keine Zustände. Ich bin eigentlich zufrieden. Es ist alles schön gemacht worden hier Söden. Gerade man sieht hier Söden, die Straßen und so. Wo, gut, okay, da, mit den Bauarbeiten, das muss sein. Eben, bleibt ja nichts anderes übrig, wenn es schön werden soll. Ja, die ganzen Baustellen nerven ganz schön. Also die fangen ja alles an und machen es aber nicht zu Ende. Und dann staut sich das ganze Pirna-Verkehr auf. Das ist eh schon so. Mit dem kulturellen Angebot, da hapert es ein bisschen. Etwas mehr Kultur, weil Pirna hat sehr viele Tänze und es gibt überhaupt keinen Saal zum Tanzen in Pirna. Deswegen wäre es schön, wenn der Bürgermeister sich dann mal darum kümmern würde. Ja, alles schön, passt alles. Gibt es auch Arbeit, gibt es schöne Wohnung. Ich würde mir wünschen, dass hier vielleicht mehr Spielplätze gibt, Fußballplätze, mehr Sauberkeit vielleicht. Weniger Streit, weil hier gibt es viel Stress, würde ich jetzt sagen, abends zumindest. Man fühlt sich abends, würde ich eher sagen, unwohl. Aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden hier. Es fehlt eigentlich nichts. Ich wohne hier, die Geschäfte sind ringsrum. Der Bus ist hier, da kann ich bis Dresden fahren. Also ich bin eigentlich rundum glücklich. Pirna ist eben keine so eine Großstadt, es ist eine Kleinstadt. Und dafür ist Pirna eben auch schön. Das ist also nicht, dass es so unbedingt jetzt Sachen geben müsste, die es auch in einer Großstadt gibt. Also wie zum Beispiel so eine riesen Kaufhalle oder sowas. Es sind Sachen, manche Baumaßnahmen, die einfach zu lange dauern. Dann ein Appell vielleicht an den Stadtrat insgesamt, das war eine Sache für die Verwaltung, an den Stadtrat insgesamt vielleicht mal persönliche Sachen hinten dran stellen und damit für alle günstige politische Entscheidungen zu treffen. Nicht unbedingt dieses Parteienhickhack, was wir ja jetzt nicht bloß hier in Pirna haben, sondern was wir also auch landesweit haben. Vielleicht mal alle auf Reset drücken und mal miteinander zusammenarbeiten. Das wäre mir ein Wunsch. Herr Hanke, greifen wir doch einige Fragen auf, die wir gerade gehört haben. Vor allem das Thema Baustellen kam immer wieder zu hören. Zurückblickend, das Jahr 2017, viel wurde in Pirna gebaut, an vielen Stellen wurde in Pirna gebaut. Wie beurteilen Sie das Baustellenmanagement Ihrer Verwaltung? Wir hatten im Jahr 2017 Tatsache ein ganz, ganz intensives Baujahr. Wir haben 85% der Hochwasserschadensbeseitigung in diesem Jahr erledigen können. Und ich glaube, man muss kein Verkehrsexperte sein, um in dem Fall für die Beseitigung so vieler Schäden, so viele Straßeneinschränkungen, so viele Straßensperrungen zu koordinieren. Das ist nicht einfach. Ich glaube trotz alledem, dass es uns mitunter nach anfänglichen Schwierigkeiten, wir denken da noch an den
großen Stau auf der B172 jeden Tag. Wir haben nachjustiert und ich glaube, am Ende ist es uns bei den vielen Baumaßnahmen trotz alledem gelungen, die Bürger und die Besucher unserer Stadt halbwegs flüssig und zügig dann doch noch durch die Stadt zu bekommen. Und welche Lehren konnte man vielleicht dennoch aus den Erfahrungen ziehen? Denn solche Extremfälle laufen nicht immer optimal, Sie selbst sagten es. Gibt es Dinge, die man vielleicht für die Zukunft ändern kann? Wir werden ja im Jahr 2018 nochmals Bauarbeiten an mehreren Stellen zu verzeichnen haben. Wir haben festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass die einzelnen Ämter, die Baubetriebe, die Auftraggeber, unsere Stadtwerke, dass man intensiv miteinander spricht und diese Baustellen untereinander ganz gründlich vorbereitet und abspricht. Ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung. Beispiele, wo das auch überregional sehr gut geklappt hat. Im letzten Jahr war die Baustelle in Lohmen, die Fahrbahnerneuerung nach Lohmen. Wir hatten so viele Baustellen und haben uns abgestimmt mit den überregionalen Instandsetzungsbetrieben, dass diese Baustelle erst später kommt. Wir fassen also zusammen, die Verwaltung ist auf diesem Gebiet durchaus lernfähig. Ja, ich glaube, wir haben da sehr viel gelernt im letzten Jahr und wir werden in diesem Jahr hier doch noch bessere Ergebnisse erzielen können. Eine Großbaustelle im Jahr 2018 soll das Schönenhof-Center sein. Nicht alle Entscheidungsträger in der Stadt glauben noch an dieses Bauvorhaben. Sie schon? Also ich habe immer zu dem Schönenhof-Center gestanden. Wir haben dort eindeutige Stadtratsbeschlüsse. Wir haben auch Beschlüsse, wie dieses Schönenhof-Center ausgestattet sein soll. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn das Bauwetter es zulässt, bereits jetzt im Januar damit begonnen werden kann. Sie sprachen die Ausstattung des Einkaufscenters an. Inwiefern gibt es da Unterschiede zwischen der ursprünglichen Planung und von den Ideen, die es vor vielen Jahren gab, zu dem, was vielleicht die Menschen in ein, zwei Jahren hier in Pirna erleben können? Die Hauptaufgabe war gewesen, die auch der Stadtrat eindeutig als Aufgabenstellung erteilt hatte. Wir wollen nicht unsere schöne, mit den kleinen Geschäften versehene Altstadt überdacht an der Stelle des Scheunenhofes noch einmal hinstellen, um keine Konkurrenz für die Innenstadt zu erzeugen. Es sind ganz klare Geschäftsgrößen als Ergänzung zu unseren kleinen Geschäften in der Altstadt vorgesehen. All diese Vorgaben werden nach wie vor eingehalten und ich bin sicher, dass die Pirner dieses Einkaufszentrum sehr gut annehmen werden. Aus Ihrer Sicht, wird es noch genügend Reizpunkte geben im kommenden Einkaufszentrum? Wird es noch die entsprechenden Ankermieter geben, die am Ende auch dafür sorgen, dass das ganze Haus nicht am Ende, sage ich mal, ein Seniorenzentrum wird, weil auch da wird es ja Mieter geben, sondern eben auch noch genug Einkaufsfläche genutzt wird, um eben attraktive Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen? Also es wird in der gesamten unteren Etage, die wird für den Einkauf da sein, natürlich eben in der auch vorgenannten Prämisse, dass wir keine kleinteiligen Geschäfte dort drin haben wollen. Und ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr gute Lösung geworden, nachdem feststand, dass in der ersten Etage die Handelseinrichtungen nicht einziehen werden, dass mitten in der Stadt Pirna hier die Möglichkeit gegeben wird, altengerechtes Wohnen anzusiedeln. Ich glaube, da sind wir an dieser Stelle auf einem sehr, sehr guten Weg. Edeka möchte das Schönenhof-Center bauen. Ein großes Gewerbegebiet ist geplant entlang der Autobahn, auch wenn das sicherlich noch viele Jahre dauern wird, bis es sich da wirklich abzeichnet. Fokussiert man sich jetzt in der Stadtverwaltung in Pirna auf die großen Unternehmen, auf die große Wirtschaft? Ich bin mir sicher, dass die zukünftige Entwicklung einer Stadt wie Pirna
nicht mehr auf dem Weg weitergehen kann, den wir bisher beschritten haben. Wir brauchen, um die Stadt auch von der Einnahmeseite her zu stärken, wir brauchen größere Betriebe, wir brauchen Ansiedlungen, wir brauchen den Zuzug von Menschen und da ist dieser Weg der Gewerbegebietsentwicklung, der interkommunalen Gewerbegebietsentwicklung, nämlich gemeinsam mit Donau und Heidenau zusammen, der richtige Weg. In unserer Umfrage klang es auch an, viele Pirner wünschen sich ein verbessertes kulturelles Angebot in der Stadt. Ist dies aus Ihrer Sicht realistisch? Also realistisch auf alle Fälle und zu 100% erforderlich, weil um Pirna lebens- und liebenswert zu erhalten, ist es einfach notwendig, im kulturellen Bereich hier noch wesentliche Verbesserungen zu erreichen. Wir haben in Richtung Kultur viel zu bieten in Pirna. Wir haben das wunderschöne Tom-Pauls-Theater, die Kleinkunstbühne, den Skulpturensommer, die Richard-Wagner-Stätten. Man könnte die Auflistung sehr, sehr weit fortführen. Aber was wir nicht haben, ist bisher die Kulturstätte oder das Kulturhaus in Pirna. Sie selbst haben immer wieder Impulse gesetzt, was dieses Thema betrifft. Was fehlt aus Ihrer Sicht, damit es eben ein solches Kulturhaus in Pirna geben wird? Ich werde mich nach wie vor intensiv dafür einsetzen, dass wir dieses Kulturhaus für mich einzig und allein an der Stelle des Weißen Rosses in Pirna, damit dieses Kulturhaus entstehen wird. Leider war es ja im letzten Jahr nicht gelungen, die Stadträte zu einer relativ guten und schnellen Lösung zu bewegen. Die Stadträte möchten eine intensivere Untersuchung. Das werden wir machen. Aber ich bin sicher, dass auch bei dem Stadtrat die Überzeugung reifen wird, dass das der richtige Weg ist. Ein bisschen unbeobachtet von der Öffentlichkeit entstand in den letzten Monaten ein kleines, zumindest kleines kulturelles Zentrum in der Altstadt, in der Alten Feuerwache, was jetzt vom Verein Uniwerk genutzt wird. Für knapp 300.000 ja. Euro wurden investiert in die Sanierung, in den Umbau, in den Ausbau der Räumlichkeiten dort. Was muss passieren, damit dieses Haus jetzt auch mit Leben erfüllt wird? Also es muss dort natürlich die Etablierung von Veranstaltungen noch viel, viel intensiver vorgenommen werden, als das bisher gewesen ist. In so einer Bauphase ist das natürlich besonders schwierig oder in dem Fall eigentlich auch nicht möglich gewesen. Aber ich glaube, auch dieser Ort wird sich als Kulturstätte sehr gut entwickeln. Kultur braucht natürlich immer auch Menschen, die diese machen, die das Programm schaffen, die Leben in ein solches Haus bringen. Nun ist der Verein Uniwerk, der personell, vielleicht gar nicht so sehr aufgestellt. Vor allem verfügt er nicht selbstnennend über die finanziellen Mittel. Inwiefern gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, Vereine auszustatten, dass sie eben dann wirklich auch Programmangebote schaffen können? Die freiwilligen Leistungen in der Stadt Pirna zur Unterstützung unserer Vereine, Kulturvereine, Sportvereine, sind ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau und wir werden auch dort an dieser Stelle den Verein so ausstatten, dass diese Möglichkeit gegeben ist. 2017 könnte man sagen, war das Jahr der Kitas und der Bildungseinrichtungen in Pirna. Es wird unglaublich viel gebaut, fertiggestellt, ja. Saniert. Ist Pirna auf diesem Gebiet gut aufgestellt, was das frühpädagogische Angebot betrifft, was die Bildung betrifft? Wir haben gerade im Jahr 2017 ein enormes Pensum neben Hochwassersanierung und vieler anderer Baumaßnahmen im Bereich der Kinder, Jugend und der Schulen begonnen und mit, jetzt nenne ich es mal, unserer schnellsten Baustelle in Pirna, die es bisher in der Richtung gegeben hat, nämlich der Errichtung eines Hortgebäudes innerhalb von nur 5,5 Monaten. Ich glaube, da haben wir sehr viel geleistet. Wir haben auch jetzt im Doppelhaushalt viele, viele Maßnahmen drin, bis zum Neubau einer Kindertageseinrichtung.
Wir müssen die Sanierung der Diesterweg-Grundschule fortführen. Der Anbau in der Pestalozzi-Oberschule in Kobitz läuft auf Hochtouren. Es wird Bauarbeiten im Schiller-Gymnasium geben. Wir sind in dieser Richtung bestens aufgestellt. In unserer Umfrage äußerte sich auch ein junger Sonnensteiner ein wenig besorgt, was die Sicherheit in seinem Wohngebiet betrifft. Das Thema Sicherheit generell ist ein großes, was immer wieder diskutiert wird. Was kann, was wird die Stadtverwaltung tun, damit sich die Menschen in ihrer Stadt sicher, möglicherweise sicherer fühlen können? Wir haben bereits im Jahr 2017 gemeinsam mit der Polizei, also unsere Ortspolizeibehörde und die Polizei, mehrere Maßnahmen durchgeführt, insbesondere wenn es zu Schwerpunkten gekommen ist, Ernst-Thälmann-Platz oder auf dem Sonnstein, die Skaterbahn. Dort sind schon gemeinsam Aktionen durchgeführt worden. Wir haben zusätzliche Sicherheitskräfte auch im Einsatz gehabt und wir haben vor, in Zukunft, das spielt dann aber schon bis in die Jahre 2019, 20, also in den nächsten Doppelhaushalt hinein, was die personelle Aufstockung angeht. Wir haben vor, unser Ordnungsamt zu einer Ortspolizeibehörde umzubauen, um dort dem Bürger auch noch mehr Sicherheit geben zu können. Sie sprachen die personelle Aufstockung in diesem Bereich an. Was kann man vielleicht jetzt schon sagen, was die Befugnisse betrifft? Also inwiefern kann so eine Ortspolizei vielleicht auch Dinge anders sanktionieren, als es bisher der Fall ist? Wir werden in diesem Jahr Voraussetzungen schaffen für diese Ortspolizeibehörde. Da gehören Satzungen dazu, die verabschiedet werden müssen über das Verhalten auf Spielplätzen, in Grünanlagen und. Und wenn diese Voraussetzungen dann geschaffen sind, ich denke, dann haben wir auch ein sehr gutes Mittel in der Hand, um gegenüber Störern oder Störenfrieden hier noch besser vorgehen zu können. Am Ende unserer Umfrage mit dem Pirnaer war ja auch zu hören, der Tod in der Politik wird allgemein rauer. Das empfinden die Leute auf der Straße so. Das erlebt man tagtäglich, wenn man Zeitungen aufschlägt, wenn man im Fernsehen einschaltet. Wie möchten Sie es denn schaffen auf lokaler Ebene, dass vielleicht Verwaltung, Stadtrat menschlicher miteinander arbeiten, persönlich besser miteinander umgehen, Dinge mehr im Einklang schaffen? Ich denke, ganz wichtig ist, dass man immer miteinander spricht. Die Probleme müssen auf den Tisch gelegt werden. Sicherlich wird es nicht immer der Fall sein, dass jeder bei seiner Meinung verbleiben kann. Es wird ein gründliches Abwägen geben müssen, um die richtige Meinung herauszufinden. Aber ich glaube, wenn uns das noch besser gelingt, miteinander zu reden, dann wird auch in dieser ja doch etwas angespannten Zeit der Dialog dazu beitragen, dass sich das Verhältnis untereinander verbessert und dass mitunter Entscheidungen auch viel leichter oder untersetzter gefällt werden können. Wie schnell ein Jahr vergeht, haben wir alle erlebt. Ein neues Jahr beginnt. Denken wir an das Ende des Jahres 2018 einfach schon mal voraus. Welche Schlagzeile würde der Oberbürgermeister von Pirna gerne über seine Stadt am Ende des Jahres lesen? 2018 war wieder ein gutes Jahr. Das wäre eine Sache, die sich, glaube ich, viele Pirna wünschen und die viele Pirna unterschreiben würden. Herr Oberbürgermeister, ich danke für das Gespräch. Sehr gern.